Hello Friends, Michael Buchinger hier. Es ist der frühe Morgen, es ist gerade 9 geworden. Und ich bin schon da. Das hat sich so ein bisschen gereimt. Das war ein unreiner Reim. Sehr stolz bin ich auf mich. Und ich bin gerade dabei, ein Thumbnail für mein neues Video zu machen. Extra Hass. Und ich weiß nicht, ob ihr dieses Problem kennt, aber ich fühle mich manchmal einfach so stillos. Besonders am Morgen, wenn ich verkatert bin, so wie heute. Ich habe gestern sehr viel getrunken, aber ich muss zu meiner Verteidigung sagen, alles, was ich getrunken habe, war irgendwie beruflich. Ich habe mich mit Leuten getroffen und irgendwie so Dinge besprochen und da trinkt man eben. Nun ja, und ja, ich fühle mich stillos in dem Sinn, dass wenn mir jemand ein fertiges Produkt präsentiert, dann kann ich sagen, das gefällt mir oder das gefällt mir nicht, aber ich kann es nicht selbst gestalten. So wie zum Beispiel dieses Thumbnail. Mein Freund Dominik ist noch dazu Grafiker und ich bin einfach zu stolz, um ihn zu fragen, ob er mir nicht helfen kann. Ja, das ist halt so plakativ, was? Jetzt fehlen halt noch Emojis und dann ist es komplett. So, jetzt schaut es halt aus wie die französische Flagge, was sehr ironisch ist. Denn morgen fliege ich nach Paris mit meiner Mama und deswegen muss ich halt auch diese Dinge so vorher erledigen. Heute wird ein bisschen ein stressiger Tag und ich dachte mir, ich nehme euch mit. Jetzt werde ich versuchen, weniger verkatert zu werden. Und wir alle wissen, na, da hilft nur eines. Okay, es scheint mir ganz wichtig zu erzählen, dass ich mein Workout nach 10 Minuten abgebrochen habe, weil ich nicht wollte. Haha, macht mich das nicht zu einem sympathischen und nachvollziehbaren Charakter auf YouTube? Ich bin noch nicht so fit und ich meine, seht euch mal an, wie ich aussehe. Ja, ich habe euch noch gar nicht erzählt, was heute passiert. Ich gehe jetzt zum Friseur und lasse mir diese wilde Mähne schneiden, endlich. Und danach um 14 Uhr habe ich ein Fotoshooting für einen Magazinartikel. Ich schnüre mir gerade meine Schuhe. Wie nachvollziehbar und sympathisch. Und ich schaue halt wirklich nicht so toll aus. Besonders diese Locke da lässt mich besonders jüdisch erscheinen. Nicht, dass das jetzt schlecht ist oder so, aber ich bin halt nicht jüdisch. Vielleicht zwinge ich später meinen Freund, dass er mich rasiert. Der Count ist so gut. Ein Mann von vielen Talenten. Na, Dominik, wie gefällt er? Super schön. Gell? Finde ich auch sehr nett. Ich bin hier beim meinem Friseur, dem Bocco, beim Miners Plus. Der macht das sehr gut. Das ist meiner. Das ist auch dein Friseur, das stimmt. Wir teilen uns einen Friseur. Diverse Törtchen, da gehen wir hin. Nein. Wow. Der Frühling ist in Wien angekommen. Okay, und der Dominik tut mir jetzt rasieren. Tolles Licht. Da schaue ich echt jung aus. Und wo fliegen die Haare hin? Am Boden. Mit der Schere. Perfekt. So. Dank meines Glam Squads, bestehend aus Dominik und Borko, schaue ich jetzt wie ein ganz anderer Mensch aus im Vergleich zu heute Morgen. Und jetzt mache ich mich dann auf den Weg zu diesem Fototermin. Ich schaue wirklich sehr fit aus heute. Echt gut, da ist ein gutes Licht in der Wohnung. Super gemacht. Was schaust du denn du da für einen Kanal an, Dominik? Deinen. Aha, gefällt dir der? Ja. Super. Aber den Banner kann man ändern. Jo, wir überlegen gerade, ob wir den Banner ändern für meinen Kanal. Denn diesen Banner da, den ich jetzt habe, den finde ich eigentlich sehr schön. Den hat ebenfalls ein gewisser Dominik gemacht. Und jetzt überlegen wir, was man anderes machen könnte. Bist du für Ideen von meinen Zuschauern offen, Dominik? Von deinen Zuschauern? Ja. Ja. Habt ihr Ideen? Was würdet ihr gerne in einem Banner sehen? Was ihr euch denkt, ha, so ein guter Banner, sagt es uns doch in den Kommentaren. So, mein Fototermin ist schon vorbei und es war wirklich fantastico. Eigentlich sehr schnell. Ich war bei Philipp Horak. Ja, es war irgendwie sehr schnell vorüber, denn ich habe ihm sehr vertraut. Es ist wie beim Sexualakt. Dann geht es immer extrem flott. Und ich habe eine sehr merkwürdige Pose eingenommen, so viel sei verraten, und ich werde das Ganze dann sehen, wenn es draußen ist. Folgt mir auf Twitter und ich werde es euch sagen. Oder auch nicht.
Best of Andreas. Dadurch, dass ich morgen nach Paris fliege und eine Woche bleibe, muss ich halt ein paar Videos vorproduzieren und das habe ich großteils schon getan und jetzt habe ich hier ein Video gestern noch gefilmt. Und ihr wisst ja, dass ich heute ein bisschen verkatert bin, das heißt, ich war auch gestern relativ betrunken. Und dann, als ich nach Hause gekommen bin, habe ich noch ein Video gefilmt. Und ich zeige euch mal Ausschnitte aus diesem Video. Es ist quasi ein Video, wo ich einfach nur... Ach, seht euch mein Gesicht an, fürchterlich. Es ist ein Video, wo ich einfach nur im Bett liege. Denn es geht um meine Gedanken im Bett. Denn immer wenn ich im Bett liege, denke ich mir die eigenartigsten Dinge. Und das Praktische ist, dass ich das jetzt quasi einfach nur mein Voice-Over aufnehmen muss, meine Stimme, wie ich diese Dinge sage. Und dann da drüber lege. Und hoffentlich ist es witzig, aber ich glaube nicht. Denn immer diese Videos, die ich vorproduziere, werden immer fürchterlich schlecht. Aber hier ist mein Kamera-Equipment und hier ist ein Mess. Ist euch das aufgefallen, dass viele Vlogger jetzt, wenn es bei ihnen unordentlich ist, sagen, oh bitte entschuldigt diesen Mess. Okay, was für ein merkwürdiger Anglizismus. Ich mag das gar nicht, dieser Mess. Das klingt noch nichts. Ich warte immer, dass sie sagen, Becher, entschuldigt diesen Messbecher, aber es gibt hier keinen Messbecher. Es ist Unordnung, es ist kein Mess, okay. Ich weiß nicht, warum ich mich über sowas so aufrege. Ich glaube, ich werde das einfach so direkt ins Mikro hauchen, ins Mikro meiner Kamera, denn die Leute sagen immer, Michael, du hast eine angenehme Stimme. Mach doch ADSR, DHL-Videos, was die diese, wo man so flüstert. Und ja, das ist jetzt meine Variante davon. Ich frage mich, welche Größe des Getränks Ariana Grande bei Starbucks bestellt? Wahrscheinlich Venti. Draußen ist eine Baustelle, ich hoffe, das hört man nicht. So, das Video für Dienstag ist fertig und es ist gar nicht so schlecht wie erwartet und ich liege auch ganz gut in der Zeit. Ich fahre jetzt wieder zu Dominik und wir essen was. Und die warten irgendwie darauf, dass was schief geht. Ich bin das nicht gewohnt, dass die Dinge so nach meinem Plan laufen. Heute bin ich zufrieden mit meinem Aussehen, gut in der Zeit. Die Leute mögen mich. Irgendwas läuft da schief. Gleich kommt wahrscheinlich Ashton Kutcher rausgesprungen und sagt, you got punked. Sollen wir uns gerade was zu essen bestellt? Ich hab Cheddar Pommes. Ich hoffe, die sind so, wie ich sie mir vorstelle. Kommt hin. Dann haben wir den Burger. Mhm. Zeigen Sie mir mehr. Oh. Mhm. Ah. Brauchst du einen Teller? Nimmst du einen Teller? Nein. Nein, dann nicht. Wo haben wir das Ganze bestellt, Dominik? Bei Foodora. Bei Foodora. Und Foodora... Im Jahr 2015, dass Dominik und ich beide eine Weihnachtskarte bekommen haben. Weil wir so viel zum Wachstum des Unternehmens beigetragen haben. Okay, ich bin jetzt gerade am Weg nach Hause und ich denke, ich werde meinen Vlog hier beenden. Ich muss zu Hause noch meinen Koffer packen. Das ist das, was ich vergessen habe. Haha, weil ich mich vorher so gefreut habe, dass mein Leben so gut läuft. Ich habe noch einen Koffer gepackt. Und jo, dann geht's morgen auf nach Paris. Es ist sehr verschwommen. Da sehe ich gleich viel schöner aus. Schau, es wird Verbrecher. Danke, dass ihr heute mit dabei wart und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!